Ich dachte, ich mache einfach mal einen zweiten Teil von so einigen Erfahrungen, die ich so als Kind gemacht habe. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch interessant, da ein bisschen mehr zu hören. Und da ist eine Sache zum Bleistift, die Impfung, oder ja, die erste Impfung, aber auch alle Impfungen insgesamt. Und mir war halt als Kind schon bewusst, also wie viele Dinge halt. Hatte ich ja auch schon erzählt, dass das mir bewusst war, dass, ja, dass die Menschen so an Materialismus hängen und dass die, ja, die meisten halt so auch Selbstwertstörungen haben und deswegen nicht so offen sind, so kalt sind, abweisend sind, weil sie Angst vor Abwertung haben, was ich dann irgendwann auch hatte. Und mir war auch, genau, also ein Traumata war noch, ich komme dann danach zu den Impfungen. Weil das fällt mir jetzt, mir fällt jetzt gerade was anderes ein, sonst vergesse ich das vielleicht wieder. Dass sowas wie Junkfood existiert. Also mir war auch klar, also nicht nur, dass die Menschen vom Materialismus abhängig waren, sondern auch von Drogen, sage ich mal. Und da zählen halt gewisse Lebensmittel und Junkfood halt auch eine Rolle. Also ich wollte, jetzt fällt mir noch was ein. Aber das hat jetzt auch mit Nahrungsmitteln zu tun. Ich war da 3 Jahre alt und mir war dann zum ersten Mal bewusst, oder es kann auch sein, dass mir zum ersten Mal, ich gehe es mal von der Seite an, wir waren da im Urlaub und ich habe das zum ersten Mal als voll bewussten Urlaub wahrgenommen. Also davor waren wir schon zweimal auf Amrum, da habe ich auch noch viele Erinnerungen dran, dass ich auch so Bilder aus ausgeschnittenen verschiedenfarbigen Permanentpapierformen zusammengebastelt habe, so mosaikartig. Das weiß ich noch. Und jetzt fällt mir noch was ein. Also, das beim allerersten Urlaub nach Amrum zum Beispiel, da war ich dann 2. Und ich hatte ja schon erzählt, dass mit dem Kindergarten und dass ich halt wusste, dass die Menschen negativ sind zum großen Teil und ich mich davor nicht schützen konnte und deswegen damals eigentlich schon eine Sozialphobie hatte, bevor ich die ersten Menschen überhaupt erlebt hatte. Und das hat sich dann halt, wie gesagt, auch bestätigt mit dieser Erfahrung am ersten Tag im Kindergarten, wo ich erzählt hatte, dass mein Bruder kam mit anderen und einen dann halt fertig gemacht haben. Also direkt in der ersten Sekunde, als man da war, ohne dass man irgendeine Chance hatte, sich irgendwie emotional auf irgendwas einzustellen. Also halt total schutzlos überrumpelt. Und bei diesem anderen Urlaub war das dann so, dass ich da auch, ja, da war ich 2, da war ich ja noch nicht im Kindergarten, das war so davor. Das war so mein erster Versuch, mich aktiv, ja, oder aktiv mit Menschen zu interagieren oder mich nicht direkt anzufreunden, sondern halt erstmal ja, versuchen, Kontakt herzustellen, sage ich mal so aktiv. Und das war dann so, als wir dann da ankamen, irgendwie Reisecenter oder etwas, ich weiß, was das da war, oder Hotel oder Bahnhof, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, als ich das dann versucht hatte, mich dann ja, aktiv um Sozialkontakte zu kümmern, obwohl ich da halt schon wusste, dass Menschen halt negativ sind zum großen Teil und ich eigentlich gar keine Lust darauf hatte, aber halt mir trotzdem gesagt habe, ich muss das jetzt machen und mich richtig angestrengt habe, mich richtig überwunden habe, das trotzdem zu machen und trotzdem mich vorzustellen irgendwie. Und das Einzige, was dann halt zurückkam, kam dann, du Arschloch. So total unverhofft, obwohl einfach nur gesagt hat, hallo und einfach nur da war und das war dann wahrscheinlich schon zu viel oder das, was man so ausgestrahlt hat, das hat dann vielleicht schon, also wahrscheinlich sogar Angst gemacht. Und muss deswegen negativ reagieren. Also das war so eine Sache, was sich dann auch tief eingebrannt hat, weil sich das dann einfach so bestätigt hatte, was man eigentlich schon immer wusste. Ja, was man halt nicht wusste, ist, dass es halt einfach so ist, dass die Menschen, im Prinzip ist das gar nicht negativ, also in meiner Sicht nicht, sondern das ist einfach von denen eine Abwehrhaltung, eine Schutzhaltung. Und es ist einfach nur, wie es ist. Also mittlerweile werde ich sowas gar nicht mehr, macht für mich keinen Sinn. Und ich verstehe ja, also man hat halt Kind halt noch nicht verstanden, warum die Menschen halt so ist. Das war mir damals dann noch nicht bewusst. Oder vielleicht war es mir jetzt schon, aber das wäre jetzt zu kompliziert, darauf weiter einzugehen.
So, und das nächste, was war jetzt das nächste? Genau, das war der zweite Urlaub. Also den ersten hatte ich halt nicht voll bewusst erlebt, aber ich meine auch, mir fiel das nämlich wieder was ein. Ich habe meine Mutter schon ein paar Mal danach gefragt, weil das für mich eine sehr reale und auch hochtraumatische, also vielleicht sogar das höchste, das krasseste Trauma, Erfahrung darstellt. War das jetzt ein Satz? Keine Ahnung. Das war auch es kann sein, dass das ein anderer Amrum-Urlaub war. Es kann sogar sein, dass ich, wo ich vorhin von erzählt hatte, dass das der zweite Amrum-Urlaub war. Also es waren zwei. Also entweder beim ersten oder beim zweiten war es so. Ich hatte schon immer keine, also noch nie so eine Impulskontrolle. Also ich wollte, also Dinge, die mir Spaß machen oder Spaß verhießen, denen wollte ich sofort nachgehen und ich hatte keine Lust, mich da einfach zurückzuhalten. Und mir ging das mega auf den Pemel, dass man von den Eltern immer halt zurückgehalten wurde in dem, was man machen wollte, weil die halt immer Angst irgendwie um einen hatten. Und das hat sich dann halt so angestaut, dass man halt das alles nie rauslassen konnte und nie machen konnte, was man wollte und man so eine krasse Langeweile hatte und dann auch noch, wie gesagt, in diesem Gitterbett eingesperrt war und ich das halt tagtäglich immer bewusst wahrgenommen habe und einfach nur da liegen konnte oder sitzen konnte oder stehen konnte und das waren so Ewigkeiten, das war einfach wirklich wie die Hölle, weil man einfach nicht da raus konnte, man konnte nichts machen und man muss die ganze Zeit immer nur warten, wann ist jetzt endlich Freiheit. Okay, das ist auch noch anders Traumata wieder gewesen. Und da hat sich dann halt so viel aufgestaut, dass ich dann irgendwann bin ich dann halt, er ist in meinem Kopf halt irgendwas ausgerastet, weil diese Einengung einfach, das ging einfach nicht mehr klar. Ich brauchte einfach Freiheit und da war dann bei dem ersten und zweiten Urlaub war halt auch ein großer Pool und ich mochte damals halt sehr gerne Wasser und auch ja, einfach da drin zu sein und da war es mir dann einfach egal, jetzt irgendwie vor meinen Eltern zu fragen. Ich wollte einfach selbstbestimmt sein und bin dann einfach reingesprungen. Konnte aber nicht schwimmen. War mir auch scheißegal. Ich wollte einfach nur da rein und fertig. Mir kackegal. Und ich meine, aber ich bin mir halt nicht mal sicher, dass ich dann halt auch da wirklich fast ertrunken wäre. Und ja, das ist natürlich dann auch hochtraumatisch, weil das ja zu erleben, dass man halt eventuell jetzt stirbt. Also das dachte ich damals zumindest. Und ja, seitdem habe ich dann auch eine ziemliche Phobie vor Wasser und auch so kopfüber so unterzutauchen und hatte deswegen auch immer Probleme im Schulschwimmen. Mochte das nie. Hab dann letztendlich aber doch irgendwie Silber oder sowas gemacht, aber ja. Ich weiß aber, bei der Erfahrung weiß ich aber wirklich nicht, ob die wirklich passiert ist. Auf jeden Fall, selbst wenn das irgendwie geträumt war, war das trotzdem hochtraumatisch, keine Ahnung. Aber für mich fühlt sich das extrem real an und ja, gewisse Träume. Ich habe aber auch gewisse Träume gehabt, die auch hochtraumatisch waren. Da kann ich dann nachher auch noch von erzählen. Jetzt aber erstmal zu diesen nahrungsmittelbezogenen Sachen. Das war dann ein anderer Urlaub, der dritte oder so, und den habe ich dann halt voll bewusst wahrgenommen. Bei den anderen waren halt immer nur so be bewusste Phasen, sage ich mal. Und bei dem dritten war ich halt durchgehend bewusst und da wurde ich dann halt auch nicht mehr gefüttert und so weiter. Und ich habe mich davor auch einfach nur füttern lassen aus Faulheit, obwohl ich eigentlich schon selber hätte essen können. Genau, und da wurden mir dann halt selbstständig dann die Nahrungsmittel hingelegt und angeboten und ich wurde halt nicht mal gefüttert, wo man dann einfach nur merkt, ja, ich bekomme jetzt irgendwas in meinen Mund gestopft und das fühlt sich lecker an. Und da habe ich dann halt auch zum ersten Mal gekochtes Ei bekommen und da habe ich mich halt erst gefragt, was ist das für ein komisches Ding? Und habe dann halt nachgefragt, was das ist. Man ist ja neugierig und dann habe ich halt rausbekommen, dass das, ja, dass die Hühner das legen. Und hab ich halt gefragt, ja, warum legen die das? Warum kommt das bei denen raus? Das muss auch irgendeinen Sinn haben. Und das wollten die mir wohl, haben dann wohl erst so gezögert, mir das zu erzählen. Aus einem gewissen Grund halt, weil die ja, das vielleicht ja unterbewusst selber nicht gutheißen können, das eigentlich zu konsumieren. Und dann ja, haben die mal halt irgendwann gesagt, dass da deren Kinder halt rauskommen und Alter. Und dann habe ich mir gedacht, warum wir essen das? Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Und
ja, das war für mich hochtraumatisch, dass das so normal ist und dass alle Leute das machen. Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, wie können die Kinder von irgendeiner anderen Spezies essen? Was ist das denn für ein Barbarentum? Und das war so ein richtig krasses Trauma. Aber ich habe mich nicht getraut, das halt so auszudrücken. Man hat sich einfach nicht stark genug gefühlt, da gegen die eigenen Eltern und was weiß ich anzukommen. Ich habe mich halt so sehr eingesperrt halt schon gefühlt durch diese ganzen traumatischen Erfahrungen und dadurch, dass ich immer dachte, dass mich meine Eltern hassen und so weiter. Da habe ich, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu äußern, zu sagen, ich will das, also ich habe halt schon gesagt, ich möchte das nicht essen, das ist irgendwie nicht meins. Aber ich habe noch nicht mal angedeutet, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, warum ich das nicht essen will. Also und dann haben sie mich halt gedrängt, ja, ist doch wenigstens dies und das und das macht man so, das ist normal so. Und dann habe ich mich halt darauf geeinigt, dass ich halt wenigstens, ich weiß nicht, dass ich irgendwie entweder das Eigelb oder nur das Eiweiß oder irgendwas davon, dass ich nur das gegessen habe. Was natürlich ein sinnloser Kompromiss ist. Aber ich habe mich dann halt so gedrängt gefühlt und war halt nicht stark genug, dann konsequent Nein zu sagen als Zwei- oder Dreijähriger, wahrscheinlich Dreijähriger. Oder Vier, ich weiß nicht mehr genau, Drei oder Vier. Ich habe mich dann halt auch nie wieder getraut, das dann nochmal zu erwähnen, dass ich das eigentlich nicht essen will und habe mich dann mit diesem Trauma einfach abgefunden. Und es ging halt so weiter, auch als ich dann irgendwie 6 oder 7 war, wo dann Leute fischen gingen. Also meine Eltern haben es selber nicht gemacht, aber irgendwie so Bekannte, mein Bruder war dann immer dabei und die wollten mich halt auch immer dazu drängen, mitzumachen. Also jedes Mal, wenn die halt gingen. Und ja, ich habe mich einfach nicht getraut zu erklären, warum ich das nicht machen will, weil ich mich dann halt selber so als komisch empfunden habe und der halt so anders ist, irgendwie Sonderwünsche hat und ja, weil ich halt gemerkt habe, dass das für die Leute halt total normal ist, irgendwie andere Tiere zu töten und zu essen und deren Nachkommen, potenzielle Nachkommen zu essen. Da habe ich mich so extrem fehl am Platz gefühlt und aber halt so gefühlt, als sei ich halt falsch, weil halt man kannte halt niemand anders, der so war. Und ich hätte es einfach nicht ertragen können, die Reaktion, ich wusste halt, dass dann so extreme Abwehrhaltungen wieder kommen, wenn ich halt sowas anspreche und weil die halt selber dann in sich spüren würden, dass das vielleicht falsch ist, sowas zu tun. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich mit diesen die potenziellen Reaktionen der Menschen hätten mich dann wiederum so traumatisiert, dass ich gar nicht mehr klargekommen wäre. Deswegen habe ich mich das nicht getraut, so zu äußern und habe dann die Dinge einfach hingenommen, wollte aber immer eigentlich Vegetarier werden und habe das dann so lange hinausgezögert. Also mich haben halt Vegetarier immer sehr inspiriert, dass die halt das schaffen und es einfach machen, darauf zu verzichten und auch gesund damit sind und so weiter. Ich habe mich das aber erst mit 19 dann getraut, als ich aus diesem ganzen Schulsystem halt raus war, mal selber nachdenken konnte und Zeit für mich hatte, da habe ich mich dann erst getraut, das dann halt wirklich umzusetzen. Und was ich auch hatte, woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass ich immer Kinder angezogen habe damals, die kaputt waren, psychisch. Die haben mir einfach so, also die waren, also es waren meistens die, also welche, die auch aggressiv und böse waren, aber die haben mir halt am meisten leid getan, weil ich halt direkt gesehen habe, was dahinter steckt, dass da halt eine starke Verletzung und keine empfundene Liebe und so weiter, dass das dahinter steckt. Und ich habe dann irgendwie so versucht, das dann denen zu geben, weil es mir einfach so leid tat und auch, dass eben niemand anders geholfen hatte. Ich konnte mir halt nicht vorstellen, warum hilft denn jetzt keiner? Ich wusste halt damals nicht, dass die sogenannten Erwachsenen dazu einfach nicht fähig waren, weil die meistens halt selber so kaputt sind. Das habe ich halt nicht verstanden. Ich dachte halt immer, das wurde einem auch immer eingebläut, dass halt die sogenannten Erwachsenen irgendwie höher entwickelt seien, zum Beispiel durch solche Sprüche. Wenn Erwachsene miteinander reden, dann hältst du den Mund und so weiter. Die haben sich halt immer so als, und die wirken halt durch ihre Masken halt auch immer so, so wie selbsternannte Könige, sag ich mal. Und da hat man es halt als Kind halt nicht verstanden, dass sie selber eigentlich total unfähig sind
dass Kinder im Prinzip viel stärker sind. Und ja, ich habe mir dann halt diese gesamten Sachen halt immer aufgeladen von den anderen Menschen, wollte dann halt, besonders die halt, die als böse galten, zum Beispiel in offene Autos reingerotzt haben oder ja, Scheiben eingeworfen haben, mit denen habe ich mich immer angefreundet, weil ich konnte es einfach nicht ertragen, das so zu sehen, dass ihm keiner hilft. Aber es hat mich halt dann selber einfach nur runtergezogen die ganze Zeit, weil ich auch damals nicht das Selbstvertrauen hatte, dass das wirklich, ja, wirklich zu helfen, weil ich halt, ja, hatte man als Kind einfach nicht. Und wurde dann halt auch immer dann wieder negativ und blöd und böse angemacht von den Eltern, dass ich mich halt mit solchen Leuten abgebe, ob ich nicht sehen würde, dass mir das nur schadet und so weiter. Aber ich konnte einfach nicht davon ablassen, weil mir es einfach viel zu leid tat. Aber ich konnte das so auch nicht ausdrücken, dass ich das deswegen gemacht habe, weil ich dann Angst hatte, dass mir das einfach keiner glaubt. Dass man ja im Prinzip so gut ist von der Wesensart her. Und das was weiteres wäre dann diese Albträume, die ich als Kind jahrelang jede Nacht hatte. Also vom Alter, also wo es mir bewusst war, also wo ich 4 bis 8 Jahre ungefähr, da hatte ich eigentlich durchgehend die schlimmsten Albträume. Zum Beispiel, dass der eigene Vater einen töten will, man aber halt ihm trotzdem, aber man halt dann auch so gesehen hat, dass es ihm einfach nur extrem schlecht ging und deshalb zu so extremen Maßnahmen griff. Und ich da dann auch halt immer noch Mitleid hatte und ihm helfen wollte, obwohl er mich halt töten wollte und mich ja bewusst dann in seine Gefangenschaft begeben habe und so weiter. Und halt den Traum auch so lange wiederholt hatte, bis ich halt zu einer Lösung kam. Ich habe da einfach, war da einfach nur in so einer Art Folterkammer quasi, also psychische Folterkammer. Genau rekonstruieren, da müsste ich jetzt erst länger drüber nachdenken, dafür ist jetzt nicht so eine Zeit. Auf jeden Fall habe ich mich dann halt freiwillig so lange da rein begeben, bis ich halt irgendeine Lösung fand, aber die Lösung war dann letztendlich für mich, als ich dann zum 6. Mal oder so einen Traum hatte und dann einfach nicht mehr darauf klarkam, dass ich dann doch einfach gegangen bin, geflüchtet bin, weil ich einfach mich selber noch nicht stark genug fühlte und noch nicht so ein Selbstvertrauen hatte, um halt solche Menschen zu heilen, sage ich mal, auch wenn das jetzt nur im Traum zum Beispiel war. Oder halt, ja, es gab dann immer so, ja, auch banale Albträume mit halt irgendwelchen Monstern, die hinterher rennen, aber immer dann, wenn ich es dann halt geschafft habe mit meinem Bewusstsein, also dass ich dann mir antrainiert hatte, teilweise bewusst zu sein in den Träumen und dann diese Träume halt abzuändern, aber jedes Mal, wenn ich dann halt es geschafft habe, unter enormer Anstrengung diese Träume halt für mich ins Positive zu wenden, kam dann halt irgend so ein Typ, der ziemlich groß war, ein total hämisches, böses, richtig breites Grinsen aufgesetzt hatte. So eine riesen Uhr vor seinem Körper, vor seinem Bauch hatte, mir die Uhr zeigte, mich richtig böse und selbstzufrieden und ja, belustigt über mein eigenes krasses Leid, ja, mir diese Uhr gezeigt hatte und richtig böse einfach gegrinst hatte und diesen Zeiger umgestellt hatte und mich dann in den nächsten Albtraum geschickt hatte. Und das ging teilweise 50 Mal so in einem Traum und das dann halt täglich über mehrere Jahre, dass er mich immer in die nächste Hölle einfach geschickt hat. Aber das hat halt dazu beigetragen, dass ich dann halt irgendwann zwangsläufig die Stärke finden musste und gefunden habe, ja, gegen solche krassen Aktionen, gegen die eigene Psyche anzukommen. Also dadurch habe ich halt eine richtig krasse Stärke entwickelt. Und initial war es dann so, dass ich dann nach diesen Jahren gesagt habe, ey, das ist doch mein verdammter Kopf, das ist mein Gehirn und das bin doch nur ich selber, also kann ich selber das auch steuern, weil ich selber die Kontrolle über mich habe und über mein ganzes Sein und alles, was passiert. Und deswegen steuere ich jetzt bewusst meine Träume und dann hat es auch sofort geklappt, aber es war halt trotzdem schon ziemlich anstrengend, das so zu machen. Auf jeden Fall war das für mich halt ein notwendiger Teil,
um zu lernen, dass man halt selbst alles in der Hand hat und selbst die Dinge steuert und negativen Sachen nicht ausgesetzt ist und dass man halt eigentlich enorm stark ist. Und ich denke, dass ich mir das halt so selber, ja, dass die eigene Psyche das halt so selber sich selber gedreht hat, um halt diese Erfahrung zu machen und um daran halt zu wachsen. Und da kommen wir dann jetzt auch zu meinem Abschluss, wie ich die ganzen Traumata und so weiter bewerte im Nachhinein und wie ich das sehe. Und das habe ich ja jetzt gerade schon angedeutet, deutlich angedeutet, dass ich das nicht als negativ sehe alles. Also einerseits macht mich das Ganze jetzt aus, das hört man ja auch öfters von Leuten, die sowas erlebt haben, dass die dann sagen, ja, ich möchte das nicht missen, die Erfahrung, das macht mich jetzt aus und der Meinung bin ich auch. Ich denke, also ich finde, hat keine Erfahrung besser oder schlechter. Ich finde sogar negative Erfahrungen sogar ein bisschen interessanter, allein aus dem Aspekt, weil ich halt der Meinung bin, dass wir alle aus dem Licht kommen, sozusagen, und nur das Gute kannten ursprünglich und halt hier sind, um halt auch andere Erfahrungen zu machen in andere Richtungen, in anderen Bereichen und das sonst vielleicht gar nicht möglich wäre. Und ich bewerte diese Erfahrungen, die man als negativ beschreibt, auch nicht in der Form negativ, dass ich die halt, ja, ich bewerte die halt nicht als negativ, um es jetzt einfacher zu sagen. Das sind einfach für mich nur andere Erfahrungen und von der Wertigkeit sind die gleich oder vielleicht sogar noch, also für mich zumindest, ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen höherwertiger, weil das halt so was Besonderes, könnte man sagen, ist. Ich meine, das ist aber nicht masochistisch gesehen. Ja, und die haben halt wirklich auch dazu beigetragen, wie ich halt vorhin schon angedeutet habe, dass ich halt eine enorme Stärke entwickelt habe und jetzt so ein bisschen Hardcore-mäßig schon drauf bin, sage ich mal. Und wobei ich dann mittlerweile dann auch durch den Lernprozess noch gegangen bin und den ich auch sinnvoll finde, das selber so zu steuern, dass man halt diesen Hardcore-Gedanken und diesen Gefühlen, dass man den halt nicht ausgeliefert ist. Da braucht es dann halt noch so gewisse Prozesse, um das so selber für sich nicht beherrschen zu können, könnte man auch sagen, aber ja, um halt eine komplette Selbstbestimmtheit inne zu haben, dass man halt nicht sagt, ich bin jetzt so und so und bin dem jetzt ausgeliefert, weil es war ja genau der Lernprozess, zu sehen, nee, ich bin niemanden und auch meinen eigenen Gehirnstrukturen nicht ausgeliefert, sondern ich kann das selber entscheiden und steuern. Aber ich sehe es halt so, man muss diese ganzen Störungen halt nicht als Störung sehen oder nicht als negativ sehen, sondern es kann halt sehr befreiend sein und auch sinnvoll sein, das für sich anzunehmen und das dann auch, ja, auch mutig sein, das so zu leben und mit diesen Ecken und Kanten halt wirklich zu leben und das zu äußern. Und, das macht das Ganze auch interessant. Und deswegen sehe ich das überhaupt nicht als negativ, sondern sogar teils als positiv, weil das auch eine sehr starke Vielfalt beherbergt. Wenn ich jetzt zum Beispiel alle Störungen lösen würde, ja, dann wäre ich halt immer noch eine individuelle Person. Ich wäre aber halt ganz anders. Und da gilt es dann vielleicht für jeden persönlich zu entscheiden, was man will, welche Störung möchte ich bearbeiten und welche kann ich akzeptieren. Also es sind halt zwei Wege, die beide funktionieren können. Akzeptieren kann halt diese Störungen lindern. Die sind dann halt da, aber man liebt die halt quasi und hat dann keinen Widerstand dagegen, sondern nimmt es einfach an als Erfahrung, ohne die halt negativ, wirklich negativ zu erfahren, sondern dass die einfach anders ist. Aber man kann auch den Weg gehen und das lösen. Dann macht man im Prinzip andere Erfahrungen, neue Erfahrungen, aber die sind jetzt dann dadurch nicht besser. Das sind dann einfach nur andere Erfahrungen. Und ja, da gilt es dann einfach für einen zu entscheiden, was will man, was will man nicht. Und ich denke, dass halt wirklich die Seele auch vorher für sich so entschieden hat, welche Erfahrungen halt gemacht werden wollen, so grob zumindest. Und deswegen habe ich zum Beispiel bei dem Alien-Besuch auch gespürt, schon immer gespürt gehabt, dass sie eines Tages kommen werden. Also wurde mir dann in dem Moment dann halt richtig bewusst, als sie sich angekündigt haben, aha, jetzt ist es soweit. Aber es war halt sehr, sehr stark unterbewusst, sehr, sehr stark. Diese Angst und so weiter hat natürlich total überwogen. Aber mir war das irgendwie trotzdem schon so ein bisschen klar, dass das so sein wird. Und ich denke auch, dass ich halt so Impfungen und all das so negativ wahrgenommen habe und Menschen mir gegenüber kalt, abweisend und negativ waren, dass das alles so ein bisschen geplant war, um halt diese Erfahrungen machen zu können. Auch was aus diesen Erfahrungen halt resultiert, dass man halt so ein bisschen
hardcore-mäßig drauf ist, dass man daran gewachsen ist und dadurch dann auch wieder Erfahrungen machen kann. Und deswegen finde ich das weder positiv noch negativ, sondern es sind einfach gewisse Erfahrungen. Und ich gucke jetzt bei mir einfach und versuche mich halt zu entscheiden, ob ich das halt weiterhin machen will und in welchem Maße oder ob ich mich davon lösen will. Also in vielen spirituellen Kreisen wird halt dann davon geredet, ja, löst dich davon und so weiter, aber für mich ist das halt nichts Schlechtes und man muss sich davon nicht lösen. Man kann es halt auch für sich annehmen und halt leben. Und ich weiß noch nicht, ob ich es deshalb für mich lösen will, weil ich noch nicht die Stärke für mich besitze, das wirklich so auszuleben, alles mit den Störungen und halt wirklich das auch auszustrahlen, ist das für mich gar nicht, dass ich das nicht als negativ sehe, weil die meisten Menschen, die würden halt ja sowas als negativ sehen und halt störend wirklich. Da könnte ich halt konsequent in die Richtung gehen, dass ich halt, ja, in die Richtung, dass ich das halt annehme und so weiter, weil ich dann auch vielleicht Leute mit inspirieren könnte, die halt selber sowas haben und damit nicht klarkommen oder halt mit den Reaktionen der Gesellschaft nicht klarkommen. Oder aber ich löse es halt wirklich für mich, mache dann da auch wieder Erfahrungen, kann dadurch vielleicht auch wieder Menschen inspirieren, aber weil ich halt nur sagen will, ist, dass es für mich da kein richtig oder falsch gibt. Und dass es halt mehrere Wege gibt, um damit positiv zu leben. Also die, ja, das ist halt die Erfahrung und diese Störung bleiben, aber im Prinzip auch nicht bleiben, weil es halt nicht mal als Störung gesehen wird. Es ist halt da, aber es wird halt positiv gelebt, ja. Das ist so mein Abschluss dieses ganzen Themas. Ciao.